Willkommen zu einem neuen leeren Tisch-Video. Genau, Intro-Zeit. Ja, der Tisch ist leer, aber nicht mehr lange. Ihr wisst es, ich zeige euch meine Pickups. Es hat sich wieder eine ganze Menge angesammelt. Ich sage von vornherein, von Transformers ist diesmal nicht so viel dabei, denn kurz bevor ich dieses Video gemacht habe, hatte ich einen großen Transformers-Lot gekauft an Transformers klassischen Figuren. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das wird hier verlinkt, somit seid ihr nicht ohne Transformers. Also Transformers wird schon was geben, aber jetzt keine G1 Toys, das kann ich euch leider, oder muss ich leider schon so sagen, nicht leider, es ist nur leider für dieses Video. Dafür wird es genügend anderen coolen Stuff geben hier. Ich werde wahrscheinlich den Tisch auch abräumen müssen, um euch alles zu präsentieren. Es ist einfach der Wahnsinn. Und ich fange auch mit Highlights an, ohne jetzt groß weiter zu reden. Da ich aber gesagt habe, ich mache ein paar News eben halt berichten. Ich habe beschlossen, dass ich, wenn ich Battle Beasts neu bekomme, ihr wisst, das ist auch neben Transformers eine meiner Hauptsammelgebieten derzeit. Dazu mache ich eigene Videos. Das heißt, die Pickups, die dort in Bezug auf Battle Beasts kommen, werden bald eigene Videos bekommen. So, den genauen Namen weiß ich noch nicht genau. Bisher heißt es wohl Battle Beast Arena. Die Sendung sozusagen, das zeige ich dann, wenn ich da so neue Battle Beasts habe oder neues Zubehör. Das wird sicherlich ein Spaß. So. Womit fange ich an? Ganz klassisch, ich fange mit Games an. Und zwar fange ich an mit, fange ich mit was Großem an. Komm, fangen wir mit was Großem an. Von NIS Atelier, eine mega Special Edition. Das ist sogar die Special Edition der Special Edition. Von Atelier Sophie Nummer 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Ja, es ist eine wahnsinnig tolle Special Edition. Ich habe die einzeln auseinandergenommen und fotografiert. Ich lese euch einfach so, was dabei ist. Und dabei blende ich so ein paar schöne Bilder ein. Neben dem normalen Game in deutscher Untertitelsprache. Es ist eben halt keine deutsche Sprache. Deutsche Untertitel sind das nur. Wie ihr sehen könnt, hinter dem weißen Karton ist die eigentliche Special Edition, dieses große Boxgebilde, das ist die gibt es auch einzeln. Jetzt exklusiv in dieser Edition, die ihr seht, in dieser weißen Edition, ist ein Schlüsselanhänger in Form eines Delfins. Es ist ein War Scroll dabei und ein Briefbeschwerer. Und dieser Briefbeschwerer ist echt klasse, dieses Hologrammbild, also Wahnsinn, sieht echt toll aus. Dann gibt es auf jeden Fall ein Artbook und es gibt ein Poster und es gibt den Soundtrack. Also einfach nur großartig, eine tolle Edition und ein echtes Sammelstück. So, da steht es jetzt. Und es geht auch gleich mit ein paar Games weiter. Auch eine weitere Special Edition, die mich erreicht hat. Oder beziehungsweise mein Bruder. Mein Bruder hat diese Games mehr, aber ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt fällt mir das doch fast auseinander. Boah, ihr seht Action sogar. Also, die Horizon Forbidden West Special Edition. Ihr seht der Schuber, ich hätte ihn fast fallen gelassen. Da drin findet sich Steelbook und Artbook. Das hat mich auch erreicht. Wow, beinahe wäre noch Action hier gewesen. Auch eine sehr schöne Edition. Gefährlich, seht ihr, wenn man nicht vergessen hat, dass der Schuber sich so öffnet. Ja, mit Special Edition nehme ich gleich die nächste nochmal weiter. Elden Ring, auch hier ein kleines Artbook und Spiel. Nächstes Game, Premonition. Ach, der Name ist Zungenbrecher 2 für die Switch. Den ersten Teil habe ich als Director's Cut euch in einem anderen Video gezeigt. Hatte ich mir nachgeholt. Das ist jetzt neu rausgekommen. Als Deadly Premonition. Teil 1 ist als Origins rausgekommen. Auch auf der Switch. Brauchte ich nicht, weil ich ja die PlayStation 3 ein bisschen bessere Fassung habe. Somit
ja, ergänzt das gut, die Serie. Dann weiter, PlayStation 5, MechWarrior 5, Mercenaries. So, das ist auch, weil die Edition ist wahnsinnig teuer geworden, aber es ist eine HD Classics PlayStation 3 Jack und Dexter Trilogie. Das ist die UK-Fassung. Die deutsche Fassung ist wahnsinnig teuer geworden. Hier ist auch die deutsche Sprache drauf. Im Gegensatz zur US-Version, die habe ich auch, aber hier, das ist jetzt die UK-Version und einfach nur klasse. Das, ja, dass man die hat, die gab es sehr, sehr günstig. Somit ist der Klassiker in einer besseren Form auch in der Sammlung. So, nächste Special Edition. Ein Add-on zu Assassin's Creed Valhalla, die Zeichen Ragnaroks. Das ist, ja, wie soll ich sagen, ein DLC. Den gibt es extra. Er ist als DLC, aber nur als Download-Code drauf, obwohl es hier jetzt so ein tolles Cover-Artwork gibt. Ja, und dabei ist auch noch, sind auch Karten, glaube ich, Postkarten. Oder was war das? Ach, machen wir vorsichtig auf. Ganz vorsichtig. Na, komm. Und ihr seht, hier sind Artwork, Postkarten. Ich mache die jetzt nicht ganz rausnehmen. Ich möchte auch noch, dass es heil bleibt. Einfach nur cool, klasse. Wie gesagt, das Spiel oder der DLC ist digital leider nur dabei. Somit ist das hier ein rein physisches Make-up, aber einfach nur klasse. Ja, das kam alles zu normalen Preisen. Deswegen gehe ich jetzt auch auf Preise nicht wirklich ein. So, nächste Special Edition. Für die Switch, Triangle Strategy. In einem tollen Buchschuber mit Pokerkarten, Würfeln, einem Steelbook und einfach tollen Artworks. Einfach nur klasse. Ist jetzt hier geschützt in meiner Hülle, aber auch ein echter Klassiker. So, nicht ausgepackt, aber auch ganz neu, gerade frisch, ist von Pixel Love Games die Neo Pocket Color Selection Volume 1 mit super vielen Games fürs Neo Pocket. Die viele von den Games sind bei uns in Deutschland nie erschienen, somit ist das eine tolle Ergänzung. Und das ist jetzt, glaube ich, welche Konsole war das? Das habe ich jetzt gerade vergessen. Ich glaube PlayStation 4 oder Switch, eins von beiden. Steht jetzt gar nicht drauf, aber es ist eins von beiden. Wunderbar. So. Auch weiter mit wirklich ein Klassiker, auch das kam von Strictly Limited und ein deutscher Klassiker ist neu aufgelegt worden und zwar Turricane und das hat mich die erste Schuba erreicht. Es gibt auch noch später auf PlayStation 4 die Fassung. Jetzt habe ich aber die Reproduktion sozusagen von Turricane fürs Super Nintendo erreicht. Das ist Turricane Super Turricane Collection. Haben sie jetzt wunderbar gemacht, wie im klassischen Stil von Factor 5. Hier sind aber teilweise noch die Director's Cuts drauf. Also es ist etwas anders. Es sind nicht 1:1 die klassischen Module. Es sind die klassischen Games erweitert, verbessert auf dem Modul. Also es lohnt sich wirklich. So, das ist Nummer 1. Und Super Turrican 2, auch gleich cooles Artwork. Echt klasse. Und wie ihr seht, echt Wahnsinn. Ja. Das gleiche, auch Mega Turricane, der Director's Cut, auch hier mehrere Fassungen auf dem Mega Drive Modul von Strictly Limited. Alles so richtig schön klassisch aufgemacht, hier auch mit Strictly Limited Siegel, als ob das Sega so Siegel da war. Super klasse. Und diese Module sind wirklich auf den klassischen Konsolen spielbar. Wow. Es geht weiter. Was haben wir noch? Auch von Strictly Limited, Wild Guns Reloaded für die PlayStation 4. Das ist ja auch so ein Klassiker von der PlayStation. Ja, musste auch sein. Und in puncto Games, ich gucke gerade, ob ich nichts vergesse. Nein, es gibt noch 3 Games. Dann werde ich, glaube ich, erstmal den Tisch wieder leer räumen und dann folgt schon der nächste Sprung. Also, 3 Games habe ich noch erreicht. Das sind Klassiker
Und die sind aus einem Deal, oder die habe ich erworben von Peter Petendo. Der hat ja auch seinen Videokanal. Und da bedanke ich mich herzlich, Peter, für diese drei Schätze, die du mir aus deiner Sammlung überlassen hast. Und das einmal Bomberman für die PlayStation 1. Absolute Top-Zustände. Das ist Wahnsinn in einer 1A-Qualität. Er hat wirklich auf Zustände geachtet. Auch hier Parasite Eve 2. Wunderbar. Ein richtiger, ja, Survival-Horror-Klassiker. Wirklich nur zu empfehlen. Kann ich echt, spiele ich gerne. Ich hatte nur die Platinum-Version. Somit ist das jetzt in der schwarzen, in der ersten Edition wesentlich besser in der Sammlung. So, Platz haben. Und Bomberman, ich habe da so viele Erinnerungen. Silvester mit ein bisschen zu viel Intus, aber man kann das immer noch spielen und mit Kollegen. Es hat Spaß gemacht, ohne Ende. Und ein Klassiker, der auf der Dreamcast sein musste, Resident Evil 3 Nemesis. Das musste einfach sein. Ein absoluter Klassiker, auch auf dieser Konsole. Ich spiele das Spiel auch immer noch gerne. Hier ist es zwar gecuttet, wenn man es auf Deutsch stellt, die Konsole, stellt man sie auf Englisch, ist sie uncut. Dann haben wir auch wieder rotes Blut. So. Ihr seht, ein randvoller Tisch mit Games. Er wird kurz abgeräumt und weiter geht's dann. Weiter kann's gehen. Mein Bruder hat sich ein wenig Lego gekauft. Als allererstes, ich blende das gleich ein, den Batman Tumbler aus Lego. Das ist eine Special Edition. Das ist aber auch die zweite Auflage, die leicht verbessert ist. Wahnsinnig klasse sieht er aus. Also sehr, sehr detailliert mit den Figuren. Batman und auch Joker im, ja, Batman Dark Knight Style. Ja, und dann gab es noch ein Lego-Set von Mandalorian, und zwar die Gangway mit Luke, wo er gegen die Dunkeltruppen kämpft, die Dark Troopers. Einfach nur cool, eine echt großartige Szene. Und ich habe natürlich auch für euch etwas hier jetzt, was ich auf den Tisch stellen kann. Ein paar Kleinigkeiten, und mit Batman geht es sogar weiter. Und zwar habe ich hier ein Lego-Set von dem Batman-Film mit Robert Pattinson. Wirklich nicht schlecht. So eine kleine Tüte mit dem kleinen Batmobil. Ist jetzt nicht mein Batmobil, aber warum nicht? Dieses Lego ist immer kultig. Und mit Lego Batman geht es weiter. Auch hier eine Szene aus dem neuen Batman-Film, wo die Selina Kyle und Pattinson Batman zu sehen ist. Auch klasse, wie sie auf Motorrädern gegeneinander kämpfen. Da ich den Film noch nicht gesehen habe, weiß ich noch nicht mal, ob es so eine Szene im Film gibt, aber einfach kultig. So, Lego ist auch fast gleich vorbei. Ein Miniset Spider-Man No Way Home, Spider-Man gegen die Drohne gibt es auch. Auch nicht schlecht, an der Tower Bridge, der Kampf. Ja, wenn man Spider-Man-Fan ist und Lego-Fan ist, für meinen Bruder muss das sein. Ja, weiter geht's. Ich fange an mit Games. Nein, noch nicht mit Games, weil ich mache mit zwei Sachen. Wir haben was zu Star Wars. Star Wars ist diesmal auch vertreten. Einmal klassisch, dann greife ich ein bisschen vor. Ich habe mir den Comic-Ding von Ihapa gekauft. Den hatte ich mal als Kind. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, das ist also zu dem Klassiker. Der Comic gibt es auch inzwischen eine Neuauflage, aber für mich ist das hier das Comic, das ich in der Kindheit hatte. Ich hatte es eigentlich in wesentlich besseren Zustand mal, aber man gibt ja auch Sachen ab und somit, ja, sind einige Sachen nicht mehr dabei. Ich habe einige großartige Sammelstücke von den 80ern zu Star Wars genauer angeguckt in einem Let's View. Das wird auch noch ein Let's View bekommen zu den anderen. Hier habt ihr einen Beispiellink. Ich weiß jetzt nicht, zu was ich das verlinke, aber auf irgendwas. Entweder zu einem der, ja, mach mal vom Star Wars Magazin vielleicht. Das werdet ihr da durchblättern können. Oder ich blätter es durch und kommentiere es. Und ähnlich mache ich das dann auch mit diesem Comic nochmal. Da verbinde ich auch sehr viel Erinnerung mit. Und ja, wer den Star Wars Film kennt, ja, vielleicht entdecken wir so die eine oder andere Besonderheit aus dem Comic. Ja, Star Wars gab es noch eine Kleinigkeit. Und zwar gab es eine Figur aus der Black Series, hier so im schönen Blister, Darth Revan, der Kultcharakter aus dem BioWare-Computerspiel. Und ja, na, es ist einfach eine großartige Figur. Hier sind so die Geschichte aufgelistet auf der Rückseite von ihm, so ein bisschen eine Timeline. Und die Figur ist wirklich großartig getroffen. Bisschen groß.
als mein Bruder hatte sich vorbestellt, dachte er erst, das ist so die gleiche Größe wie die normalen Kenner-Action-Figuren oder beziehungsweise die klassischen Figuren. Aber war es nicht. Aber die ist auch nicht schlecht. Einfach nur großartig. So haben wir zu Star Wars was. Und es gibt jetzt noch eine Figur, bevor wir zu größeren Sachen kommen. Und zwar habe ich hier ja, Gogo aus Big Hero 6. Das hatte sich auch so ergeben beim Kauf irgendwo mal mit. Und ja, somit eine weitere coole Actionfigur. Ist sowieso ein cooler Animationsfilm, kann ich auch nur empfehlen. So, jetzt mache ich was Großes. Erstmal, bevor ich wieder zu kleinen Dingen komme. Eine Game-Wiederauflage hat mich erreicht. Oder uns, mein Bruder mich. Von einem Klassiker. Den Klassiker, den haben wir nicht, aber der ist zurzeit so teuer immer noch, dass es sich echt, dass wir gesagt haben, nee, brauchen wir nicht. Wir haben, klar, wenn man ihn irgendwann günstig findet, ist eine Sache, aber nein, wir wollten das haben. Und zwar haben wir uns das Hero Quest, das neue, die Neuauflage, das ist das Basisspiel. Dieses coole Artwork ist übrigens neu gezeichnet worden, ein bisschen modernisiert. Das Spiel ist sonst fast identisch, leicht modernisiert, indem sie eben halt ein bisschen abgegradet haben, die Qualität der Figuren und auch das Design. Aber das Spiel selbst ist gleich geblieben. Es ist auch in deutscher Sprache, also es ist wirklich, da steht Basisspiel drauf und das Spiel einer großen, das Spiel der großen Abenteuer in einer Welt der Fantasie. Also es ist wirklich 1:1 umgesetzt. Klar, ein bisschen neues Artwork im gleichen Stil, wirklich toll und ja, Deutsch, das ist auch das vorteilhaft. Hasbro hat das rausgebracht. Früher war das von MB, was aber auch zu Hasbro gehörte. Das ist Milton Bradley gewesen. Und passend dazu habe ich auch, euch zu zeigen, die beiden Add-ons, die es gibt. Die Bastion Keller's Keep. Versuche ich mal hier oben drauf zu legen. Und haben wir auch hier die Rückkehr des Hexenlords. Das Abenteuerpack. Auch sehr großartig. Neue Geschichte, Figuren. Wunderbar. Also ein echter Klassiker. Es ist echt toll. So, und jetzt mache ich meine Filme. Ich habe eine ganze Menge neue Blu-rays am Start, die neu gekommen sind. Ich mache sie auch nur im Schnelldurchlauf. Ihr wolltet ja, dass ich alles zeige. Das ist so in den Kommentaren immer wieder gewesen, was so an Neuzugängen ist. Und ich versuche dran zu denken. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich sammle das natürlich auch an. Mal kommen mehr, mal weniger. Das erstaunt mich immer mehr. Mein Bruder und ich haben einige Angebote genutzt und wir sind physische Sammler. Somit haben wir Highlights ausgetauscht von unseren DVDs also und zu Blu-rays. Und es hat sich dann ergeben. Somit fange ich an jetzt hier, den hatten wir aber noch nicht in der Sammlung, mit Jessica Alba unter anderem. Spy Kids, alle Zeit der Welt. Das ist sozusagen die Fortführung der Spy Kids Saga. Ich werde die jetzt hier auch nur übereinander nehmen. So, der Klassiker als Teenage Mutant Ninja Turtles, der Animationsfilm, auch ein großartiger Film, musste sein, sind teilweise noch nicht ausgepackt, sind also ganz neu gekommen. Dann habe ich auch hier Wesley Snipes, Passagier 57, ist jetzt, ab 16 ist, das ist die 18er Fassung, der ist uncut, das rein zur Information, der ist einfach runtergeradet worden inzwischen, ist aber uncut. Und ich hatte ihn vorher nur in dem klassischen DVD von Warner. So, ein weiterer Klassiker mit Jessica Alba. Und zwar hier als Mediabook. Die Killerhand. Ja, könnt ihr sehen. Da kommt mit einem kleinen Booklet. Der Film auf Blu-ray. Einfach nur kultig. So, ein Klassiker auch, an den ich tolle Erinnerungen habe. Geschrieben von Michael Crichton, dem Autor von Jurassic Park. Und auch Regie geführt von dem Michael Crichton. Mit Gene Simmons, der Stimme aus Kiss als Bösewicht. Und Tom Selleck in Hauptrolle. Und zwar Runaway, Spinnen des Todes. Ja, mag nicht jedermanns Fall sein. Aber ist halt ein Klassiker. Und ganz ehrlich, wenn man den sich anguckt, hat viele Ansätze, die heute fast real sind. Also, und das für die Zeit von 1983 oder was war das jetzt hier? 84. Ein absoluter Klassiker, einer meiner Kindheitsfilme, bei dem ich mitgefiebert habe und gedacht habe, wow, was für ein Science-Fiction-Film. Klar, heute reißt er mich nicht mehr so vom Hocker, aber er ist immer noch kultig genug, dass es Spaß macht, ihn sich anzugucken. So, dann, der musste auch sein.
Christopher Nolans Tenet. Brauche ich gar nicht so viel zu sagen. So, weiter geht's. Hat sich auch ergeben. Jack Snyders Justice League. Und ein weiteres Mediabook. Muss da auch sein. Hier in der 3-Disc Limited Collectors Edition. Army of Darkness. Ja. Hier sind auch mehrere verschiedene Filmfassungen drauf. Und die ist limitiert auf 600 Exemplare. Ich habe die Nummer 579. Einfach nur klasse. Klassiker, Horror-Klassiker oder Grusel-Klassiker. Horror ist ja nicht wirklich in diesem Film mehr gegeben. Er ist sehr starke Comedy. Hat Bruce Campbell doch und seinen Charakter Ash noch in neue Höhen gebracht. Wer hätte das hier gedacht? Ja, dann habe ich hier Klassiker auch nochmal. Ich nehme erstmal das Ganze vorweg. Howard the Duck. Klassiker in meiner Kindheit mit Lea Thompson. Ja, was soll ich dazu sagen? Eine Comic-Ente kommt in unsere Realwelt, verliebt sich einem Menschenmädchen auf eine Art, aber Science-Fiction-Abenteuer. Mitgeschrieben von George Lucas übrigens. Aber eine Marvel-Figur. So, und der Klassiker auch, Conan der Barbar von Arnold Schwarzenegger. Muss auf Blu-ray auch in der tollen Edition sein. Das ist so ein Film, ja, wenn man ihn als Kindheit gesehen hat, er haut vielleicht nicht mehr jeden von den Socken als Barbar, der Film, aber die Musik einfach großartig. Unvergessen. Ja, und genauso unvergessen, und das haben wir uns gleich in der Gesamtcollection geholt, American Fighter, oder wie in Amerika hieß, American Ninja, Teil 1 bis 4. Michael Dudikoff als, ja, wie hieß er hier, Joe, auf jeden Fall, der Kämpfer, der Ninja. Ich habe tolle Erinnerungen an den Film. Das Ninja-Fieber ist in dem Fall dann hier in Deutschland ausgebrochen, und das, ja, man wollte sein wie er, sportlich. Gut, das habe ich nicht geschafft, aber man war Ninja-Fan. Und ich durfte Michael Dudikoff einmal kurz treffen, und das war ein tolles Erlebnis. Ich habe nur vergessen, in dem Moment habe ich eine Videoaufnahme gemacht, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war beruflich da, habe beruflich Videoaufnahmen gemacht von einer Comic-Con, wo er war, und ich habe ganz vergessen, ich hätte mir ein Hologramm holen sollen. Auch, ja, wenn man zu wenig Zeit hat, dann passiert das leider. Aber unvergessene Erinnerung, großartiger Film, das war meine Kindheit, kann ich so sagen. So, weiter geht's. Das war zwar nicht unbedingt meine Kindheit, aber der musste auch sein. Beziehungsweise mein Bruder mochte den Film mehr als ich, aber auch, ja, ein klassischer Agentenfilm, Comedy, Jugend, Agent Cody Banks, Teil 1. Ja, gute Unterhaltung einfach. So, weiter geht es. Auch einer meiner Lieblingsfilme persönlich. Ist einfach so, ich werde fasziniert durch die Musik. Ich mag die Geschichte. Ich mag das einfach, das Ganze. The Saint, der Mann ohne Namen mit Val Kilmer, jetzt in der Blu-ray, in richtig guter Qualität. Ich freue mich da auch nochmal, den Film demnächst zu gucken, in der Qualität. Ich habe ein bisschen nur auf DVD zuletzt gesehen. Ja, und ich fange mal an, mal weiter. Dann, ja, hier kommt jetzt einige Sachen. Gut, jetzt habe ich jetzt hier den dritten Teil, aber die anderen kommen auch noch. Scream 3, musste auch nochmal Blu-ray sein. Auch ein Horrorklassiker. Hier seht, das ist alles frisch, die sind teilweise noch ganz eingepackt. Das Relikt, ein echter Horrorklassiker, großartig inszeniert. Ne, Tom Sizemore, Penelope Ann Miller, großartig. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, hier, ja, empfehlen kann, ob ich ihn. Es ist unterhaltsam, es ist jetzt nicht der beste Actionfilm, aber Angel Has Fallen mit Jared Butler und Morgan Freeman. Ja. Das ist das hier, was ich jetzt habe. Das ist ein Klassiker, der musste sein. Einer meiner Favorite von damals. Dragonheart. In einer Special Edition. Und zwar, also erstmal das Cover hier, großartig. In dieser Special Edition gibt es ja nicht nur eine umfangreiche Dokumentation und so weiter, sondern auch die klassische Synchro, denn die Kinosynchro ist bearbeitet wurde nachträglich für die DVD-Veröffentlichung und Videokassettenveröffentlichung bearbeitet. Es wurden einige Dialoge verharmlost, weil war ein bisschen, ja, doppeldeutig. Das Wort Scheiße viel mehrfach, das wurde rausgenommen. Mario Adolf hat seine Dialoge als Drago neu aufgenommen, und das ja, ist jetzt hier korrigiert. Fans haben immer wieder nach dieser Edition geschrien und sie wurden erhört. Hier ist sie, aber hier sind beide Synchrofassungen drauf. Also man kann sich selbst ein Bild machen. Ein Klassiker in einer tollen Qualität, und es ist ein wunderbarer Abenteuer-Fantasy-Film. Also Wahnsinn.
So, weiter geht's. Ich habe hier noch einen Stapel Filme und ihr seht, das wird voll und wir haben wieder eine ganze Menge. Und ich habe hier noch ein bisschen was. Und ich glaube, ich muss den Tisch danach ein bisschen freiräumen, damit ich noch was Neues wieder hinzufügen kann. Also, Scream 2 nach 3 darf auch Scream 2 hinzu. Ja, Hulk, der erste mit Eric Banner, brauchte auch nochmal in der Sammlung ein Upgrade sozusagen. Den habe ich nur als klassische DVD-Fassung in Special Edition mit so einer Plastik-Hulk-Faust. Kann ich das irgendwann mal zeigen. Aber ergab sich, das war jetzt viel. Es war auch so ein Bundle, da sind teilweise die Blu-rays für 3 Euro das Stück sozusagen dann gewesen durch dieses Bundle, was von Amazon war. Oder zwischen 3 und 5 Euro. So, ein Jackie Chan Film, den ich noch nicht kannte, aber warum nicht? Ich gucke gerne Jackie Chan Filme, ich lache immer gerne damit. Die Schlange im Schatten des Adlers. Den habe ich noch nicht gesehen, ihr seht ganz schön viele Filme. Ja, auch ein Klassiker meiner Kindheit, Van Damme, Time Cop. Ja, ein Trash pur, aber irgendwie auch ein Kindheitsfilm, den man immer wieder mal gesehen hat. Jetzt auf Blu-ray, der große Krieg der Planeten. Ein, ja, Hongkong Trash Abenteuerfilm vom Godzilla-Regisseur Jun Fukuda. Ja, was soll's sein? Besser geht's nicht. Ja, wo wir Godzilla sind, Godzilla gegen Kong. Die Blu-ray musste auch noch in die Sammlung. Unterhaltsamer Actionkracher. Mehr kann man auch nicht sagen. Und wie soll es anders sein? Scream 1 in der Uncut-Version. Ich habe leider nur die Cut-Version vorher gehabt auf 18. Die Uncut-Fassung hatte sogar erst keine Jugendfreigabe. Mittlerweile ist der Film komplett ab 16 freigegeben. Was für eine Veränderung. Ja, so. Wie geht's weiter? Ja, das Foto wird schwierig, aber ich mache ganz einfach weiter, denn ich werde dann für die Fotos nachher nochmal alles ein bisschen anders aufbreiten. So, was hat mich erreicht? Hörspiele haben mich erreicht, 2 Stück eigentlich. Eben durch irgendwie eingestoppt. Egal. Das neueste 3-Fragezeichen-Fall und der Geisterbunker. Großartige Geschichte, hat mich wirklich sehr überrascht. Ja, und ja, war mehr als unterhalten. Ich hab nicht gedacht, dass das so interessant ist. Die 3 Fragezeichen ja, werden in einen Bunker eingesperrt mit einer Polizistin zusammen und müssen sozusagen herausfinden, ja, warum. Sehr, sehr gut. So, und eigentlich ist das, was ich jetzt habe, ist ein Upgrade für mich gewesen. Und zwar geht es um das Grab der Inka-Mumie. Ich habe nur dieses Jewel Case bisher gehabt. Das ist ja einer der Planetariumsfälle. Der ist in 2 Editionen erschienen, einmal eben halt in diesem Jewel Case Format und einmal in so einem Pappschuber. Und ich habe festgestellt beim Aufräumen, ihr seht, das ist so ein Pappschuber, alle Planetariums-Hörspiele in dieser wunderbaren, in dieser Höhle, genau in diesem Pappschuber, bis auf diese Fassung, also bis auf die hier, gehabt. Und ja, das musste abgegradet werden. Ging nicht anders. Damit es hübscher ist. Die wird mich wieder verlassen. Aber als 3-Fragezeichen-Fan musste ich dann auch diese Version haben. So, weiter geht es. Ein Buch, auch ein Klassiker und neu rausgekommen. Ich liebe ja Captain Future, also musste sein Captain Future Verrat auf dem Mond aus dem Golconda Verlag ganz neu erschienen. Es ist der Klassiker von Edmund Hamilton. Der ist im... Toll, wie sich Staub anzieht, obwohl es ganz frisch hingelegt wurde. So, das Buch ist original 1942 erschienen. Das ist die Vorlage, die auch als für den Anime gedient hat. In einer neuen Übersetzung mit dem ganzen Bonusmaterial, was damals im Pulp-Magazin, in dem amerikanischen Magazin dabei war, sozusagen die ganzen Background-Berichte, alles, was rund um Captain Future war, ist jetzt hier auch abgedruckt. Ich habe den Roman noch nicht gelesen, ich kenne ihn noch nicht. Das ist einer der wenigen Romane, die ich noch nicht kenne. Es gab ja knapp 20 Romane und dann ein paar Kurzgeschichten von Edmund Hamilton. Also der musste sein. Es gibt bald noch einen zweiten, 2 pro Jahr erscheinen. Wir sind jetzt hier bei Nummer 10 angelangt. Das heißt, es sind auch schon nach 20 welche erschienen. Es war knapp 10 Bücher, kommen noch raus. Also wunderbar. Das hat ein Stück meiner Kindheit, Captain Future. Und zu dem Captain Future wird es ein Review geben, der wird auf shortreview.de. Ihr seht ja die Internetadresse, dort wird er abgedruckt. Dann. Ja, weiter geht es. Jetzt
So, das noch nicht. Ich habe auch noch zwei Mangas bekommen. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Fairy Tail Nummer 5, Happy's Adventure. Also Nummer 5 von Happy's Adventure von Fairy Tail. Ich habe euch mal Nummer 6 schon gezeigt, Nummer 4. Und ich habe festgestellt, ich habe Nummer 5 nie gehabt. Also musste ich den mal nachkaufen. Und jetzt habe ich den Abschluss der Food Wars Saga in dem Schuber, wo der Rest am Platz hat. Nummer 36. Alles wunderbar. Hier drin ist neben dem Buch auch ein kleiner Bonus. Und zwar sind drei Kühlschrankmagneten dabei. Sind hier so wunderbar schön aufgereiht. Ich will sie euch mal vorsichtig zeigen. So, da haben wir einmal diese beiden Motive. Ja, der Stuhl, der ist laut, wenn man sich hoch und runter setzt. Und einmal dieses Motiv. Toll. Einfach nur klasse. Das musste sein. Damit habe ich die Sammlung komplett. Bisschen schade, dass die Serie zu Ende geht. Sie hat aber ein gelungenes Ende, kann man sagen. Auch wenn man doch das Gefühl hat, dass zum Ende hin ein bisschen gestaucht. Also man wollte vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber es kam nicht dazu. Wie dem auch sei. So, wir nähern uns dem Ende. Es gibt nur noch ganz wenig. Und ich will gar nicht den Tisch abräumen. Der wird nur noch für die Fotos am Ende so ein bisschen anders drapiert. Ihr seht, randvoll. Ein Tisch musste ich leer räumen. Der andere quillt über. Und zwar hat mich erreicht eine DVD, damit schließe ich sozusagen dieses Medium dann auch ab. Und zwar zu Transformers. Das ist eine deutsche DVD, eine Doppel-DVD mit zwei Discs. Hier sind 6 Episoden drauf. Ich versuche jede Version einmal zu bekommen, die es von Transformers gibt. Momentan fehlt mir, glaube ich, nur noch die 3er-DVD-Edition der ersten Staffel in Deutsch. Ich werde die irgendwann noch mal genau auseinandernehmen über die einzelnen Folgen. Hier ist sehr, sehr lustig. Hier sind im Endeffekt 6 Episoden. Einmal die 4. Staffel komplett. Die hatte nur 3 Episoden in Englisch. In der amerikanischen Fassung The Rebirth. Und dann ist drauf, wollte man die Rückkehr von Optimus Prime, The Return of Optimus Prime, eben halt und draufpacken. Und hier sind 3 Episoden. Das Witzige ist, Return of Optimus Prime, die hat eigentlich nur 2 Anime-Episoden. Und es gibt aber noch eine andere Folge, ich glaube, das heißt Die dunkelste Stunde oder so, hieß sie übersetzt, glaube ich, The Darkest Hour. Da tauchte Optimus Prime auch noch einmal vor. Die war relativ früh. Die haben sie wohl alle zusammengepackt hier und ja, als 3 Teile. Das ist schon sehr verwunderlich. Aber noch lustiger ist, wenn man sich den Namen liest hier, ich zeige euch das gleich in die Kamera, The Return of Optinus Prime steht dort drauf. Ich hoffe, es könnt ihr lesen. Ich habe mich tierisch amüsiert darüber, was ich aber auch gleichzeitig sehr traurig finde, denn wenn man ein Produkt rausbringt, sollte man doch wenigstens wissen, wie es geschrieben wird. So, und das Letzte, was mich erreicht hat, sind Bücher. Englische Bücher noch. Ja, auch so Transformers. Und zwar englische Jugendbücher. Die werde ich auch später nochmal einfach mir genauer angucken und auch Videos zu machen einzeln. Und zwar habe ich hier einmal Decepticon Hideout, so mit Galvatron drauf. Wie gesagt, die werden einzeln in Let's Views nochmal betrachtet. Deswegen werde ich sie euch jetzt hier nicht genauer zeigen. So lege ich auf Star Wars drauf. Den hatte ich bereits. Laserbeaks Fury. Somit wird eine Version von dem, was ich habe, zum Abschluss. Ich habe die Doppelten hier unten liegen, genauso wie Autobots Fight Back, habe ich auch bereits, hier könnt ihr sehen, ich hatte die hier liegen, ich hatte sie da drauf gelegt, die beiden, na, die werden mich aber verlassen, da habe ich auch schon jemanden, der sich dafür interessiert, genauso wie noch ein paar andere Bücher, die hierbei sind. Aber die werde ich euch trotzdem als Let's View vorstellen, weil es einfach interessant ist. So, hier habe ich jetzt Autobots Lightning Strike mit Optimus Prime vorne drauf. Auch sehr cool. Hinten seht ihr auf jeden Fall Megatron und Soundwave, wenn das richtig ist. Sehr cool. Galvatrons Air Attack. Hier seht ihr nur eine Raumbasis.
aber auch nicht schlecht. Und hier ähnliches System, Cyclonus und Galvatron. Ja, jetzt nicht Transformers, aber ähnlich, gehört auch dazu. Für mich irgendwie Action Force, The Return of the Dinosaurs. Das ist sozusagen eine G.I. Joe Episode, die in Europa Action Force hieß, als ja, Jugendroman. Ähnlich auch, das ist jetzt auch von Lady Bird, Film Nations Brave Star. Auch echt Tex-Hex von drauf. Das ist The Great Curium Robbery. Ja, gibt auch Jugendromane davon. Leider nicht in Deutschland, nur in Englisch, aber ich kann Englisch, warum nicht? Und hier auch, das ist jetzt von einem anderen Verlag. Wie heißt der Verlag? Hippo Book. Oder Hippo Book from Scholastic. Und zwar ist es von der Animationsserie Defenders of the Earth, A House Divided. Mit Phantom und mit all den Helden. Wir sind dabei. Steht hier noch das irgendwie? Ja, ach, keine Ahnung. Ich bin da jetzt gar nicht so tief in der Serie. Ich habe die früher mal geguckt, aber das ja, passte einfach ganz gut. Und ja, der wird mich jetzt nicht in meiner Sammlung bleiben. Der ist auch schon an jemanden ja, versprochen. Der kriegt ihn dann auch. Der freut sich schon darüber. Ja, und ihr freut euch sicherlich, so viele tolle Sachen gesehen zu haben. Das waren die Pickups in dieser Episode. Ich werde gleich das Mission auseinandernehmen, damit ich noch Fotos für euch zum Ende hin präsentiere. Das ist einfach das Einfachste sozusagen. Einfach das Einfachste. Ja, ich weiß, dass ihr euch freut immer wieder, wenn ich die Fotos nochmal zeige. Ich versuche so ein bisschen das zum Ende hin und da müsst ihr eben halt gerne dann mal kurz das Video anhalten, um genauer zu gucken, aber gerne in die Kommentare. Wenn euch da was genauer interessiert, dann kann ich das auch auf meinen Instagram-Kanal mal genauer beleuchten, bessere Fotos schicken. Also schreibt mir gern. Ne, einige Sachen sind da drauf auch zu finden. Ihr könnt das über den Link, der bei auf meinem YouTube-Kanal ist, auch gerne finden. Und ja, ne, das HeroQuest wird zum Beispiel da auch irgendwann abgebildet. Es wird sich alles zeigen. So, das war's für dieses Mal. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar. Also, habe ich ja gesagt, schreibt mir, was ihr denkt, was ihr mögt und was ihr vielleicht genauer sehen wollt. Und ja, ob ihr mich blöd findet, ob ich noch besser reden soll, schneller reden soll blablabla, oder gar nicht mehr, ob ich zu viel rede. Wahrscheinlich rede ich zu viel, das Video ist wieder viel zu lang. Ansonsten liked das Video, da freue ich mich auch. Da unten ist irgendwo ein Button, ne? Mag ich nicht oder wie auch immer. Es gibt ja immer eine Zahl hinter, wie viele den Daumen hoch gegeben haben. Ist natürlich sehr schön zu wissen, aber ja, ich freue mich trotzdem, ne, dass ihr es angeguckt habt. Ja, und abonniert, falls ihr das noch nicht habt, da freue ich mich auch. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal, ne?